20 Jahre. 20 Jahre Carambolage. 20 Jahre Carambolage, das sind 700 Sendungen, 853 Rätsel, 1549 Beiträge, etliche Ostersendungen, Weihnachtssendungen, Europasendungen, Jubiläumssendungen und Aprilscherze. Und sogar eine Erotiksendung. Doch, doch. Wir hatten eine französische Kuh im Studio. Wir haben bayerischen Schuhplattler getanzt und den Madison gelernt. Wir waren auf dem Oktoberfest, haben uns in deutschen und französischen Betten herumgetrieben. Wir haben Käse, Spaghetti-Eis, Austern und Gummibärchen gegessen und sehr, sehr viele Eier gekocht. Carambolage hat sich in 20 Jahren natürlich verändert. Aber die Grundpfeiler sind immer noch dieselben. Schon in der ersten Sendung am 4. Januar 2004 ging es um einen Gegenstand, ein Wort, eine Lautmalerei und einen Brauch. Und es gab das erste Carambolage-Rätsel mit der berüchtigten Frage: Und was ist das Indiz? Es gibt nämlich eins. Schauen Sie genau hin. Na, es war hier, der deutsche Briefkasten. Naja, und dann mussten wir jede Woche eine neue Sendung aus dem Hut zaubern. Dazu brauchte es ein eingespieltes Team und unzählige Mitarbeiter in beiden Ländern. Autoren, Trickfilmer und Cutter und Sounddesigner und Kameraleute und Sprecher mit und ohne Akzent und Übersetzer und Praktikanten. Und zu guter Letzt natürlich noch eine Art Zirkusdirektor. Alle haben mit ihrem Talent, ihren Ideen und ihrem Humor Carambolage in all diesen Jahren geprägt. Heute kann man die Sendung natürlich nicht nur im Fernsehen gucken, sondern auch auf arte.tv und den sozialen Netzwerken. Mit der Zeit entstand in Deutschland, in Frankreich und darüber hinaus eine große Carambolage-Familie, die sogenannten Carambolaner. Eine einzigartige Gattung, diese Carambolaner. In den meisten Fällen trifft man die Mitglieder dieser Gruppe in französisch- und deutschsprachigen Territorien an. Und zwar in der Regel vor einem Bildschirm. Je jünger der Carambolaner, desto kleiner der Bildschirm. Allen Altersgruppen ist allerdings eines gemein: Die Carambolaner schauen gern über den eigenen Tellerrand hinaus und schreiben uns gerne. So konnten wir in den letzten 20 Jahren verschiedene Kategorien von Carambolanern beobachten. Hier die Spezies, die am häufigsten vorkommen. Die Superfans. Hallo Carambolage. Ich finde euch absolut genial, witzig und erhellend. Wie soll ich meine Begeisterung ausdrücken über dieses wöchentliche kleine Feuerwerk, diese leichten, erfreulichen Minuten und all diese kleinen Entdeckungen? Vielen herzlichen Dank, Kathi. Guten Tag. Ich muss euch endlich von der Leidenschaft unseres Sohnes für eure Sendung erzählen. Egal, was er gerade macht, Remy hört sofort auf zu spielen, sobald er die Titelmusik von Carambolage hört. Er wird bald 2 und jeden Sonntag ist es das Gleiche, seit er auf der Welt ist. Herzlich, Luigi. Liebe Freunde von Carambolage, ich liebe dich, Carambolage. Ich liebe dich. Claire Dutrieu, super. Macht bitte ewig weiter. Hugues. Die moderaten Fans. Gute Sendung. Weiter so. Anneliese K. Die etwas speziellen. Hier eine Idee, die ich seit einiger Zeit habe. Die Geschirrtücher. In Deutschland befindet sich der Aufhänger immer in der Mitte. In Frankreich immer in der Ecke. Herzlich, Vincent R. Ah ja, wir danken Ihnen jedenfalls. Die Verzweifelten. Zwischen mir und meinem deutschen Mann ist ein Streit entbrannt, bei dem nur Carambolage helfen kann. Ich habe als Kind im Chor gelernt, dass das französische Volkslied Bruder Jakob mit Ding Ding Dong endet, so wie die englische Fassung. Mein Mann meint, es müsse Dong Dong Ding heißen. Eine Französischlehrerin, die wir kennen, singt Ding Dang Dong. Was stimmt denn nun? Mit freundlichen Grüßen, Catherine K. Na toll, jetzt ist in unserer Redaktion ebenfalls ein Streit entbrannt zwischen den Ding-Ding-Dongs und den Ding-Dang-Dongs. Da haben sie was angerichtet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das sind die Zuschauer, die ihre Mail schon gleich im Carambolage-Ton verfassen und damit direkt in der Sendung landen.
Ich muss den Deutschen jetzt erklären, dass Püt, französisch ausgesprochen, also mit Ü und nicht mit U, die Abkürzung von Putain ist, auf Deutsch, Hure. Den Franzosen muss ich erklären, dass eine Putte, auf Deutsch ausgesprochen, also mit U, ein weiblicher Truthahn ist. Die beleidigten Leberwürste, die finden, dass Carambolage immer schlecht über die Franzosen redet. Ihre Sendung ist ein regelrechter Skandal. Ich rate Ihren Journalisten, genau zu recherchieren, bevor sie über Frankreich und seine Bräuche sprechen. Ihre Sendung verunglimpft unser Land in jeder Folge und lobt dabei natürlich Deutschland in den Himmel. Typisch Arte. Ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Gehen Sie eigentlich manchmal aus dem Haus, um zu sehen, was hier passiert? Und dann die, die finden, dass Carambolage immer schlecht über die Deutschen redet. Bonjour, guten Tag. Ich bin langjähriger Zuschauer und muss zum ersten Mal etwas loswerden. Die Darstellung für die französischen Zuschauer, wie angeblich in Deutschland Erdbeertorte gemacht wird, ist eine kulinarische Verleumdung ersten Grades. Eine derartige Verunglimpfung deutschen Hausfrauentums ist ein Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Mir ist keine deutsche Hausfrau bekannt, die so etwas auch nur in Erwägung ziehen würde. Vielen Dank, Marco S. Das tut uns leid, Marco. Schicken Sie uns doch bitte Ihr Rezept. Danke im Voraus. Die Nörgler. Schon lange muss man das www nicht mehr eingeben, um auf eine Website zu gelangen. Nur Carambolage erwähnt dies immer noch bei der Adresse für die Zusendung der Rätsellösung. Mit freundlichen Grüßen aus Basel, Claudia S. Die Korrektoren. Liebe Nicola Obermann, angesichts Ihres Beitrags über den Volkstrauertag musste ich auch trauern. Selten habe ich erlebt, wie jemand so konsequent den Genitiv ermordet und durch einen unpassenden Dativ ersetzt hat. Grüße, Eva K. Liebes Carambolage-Team, wir bitten, den Verlauf des Weißwurst-Äquators noch einmal zu überdenken. Aus unserer Sicht sollte man sich hier lieber auf die altbayerischen Regionen Ober- und Niederbayern sowie die Oberpfalz beschränken. Franken ist Bratwurstland. Nichtsdestotrotz wird die Weißwurst auch hier, wie überall in Preußen, sehr gerne verzehrt. Wohlgesonnene Grüße aus Nürnberg in Franken. Sandra und Christian. Die deutsch-französischen Familien. Ich heiße Lucy, ich bin 3 Jahre alt und ich liebe Carambolage schon immer. Die Musik ist toll. Viele Grüße an alle. Merci, Carambolage ist super. Lucy, si. Guten Tag, ich bin Französin, mein Mann ist Deutscher und wir erwarten unser drittes Kind. Die ersten heißen Matthias und Sophia. Hätten Sie Vorschläge für andere deutsch-französische Vornamen? Danke für Ihre Hilfe. Letizia L. Dann sind da die, die uns fragen, ob wir so nett sein könnten, ihrer Tochter Dahlia in Carambolage alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Können wir. Herzlichen Glückwunsch, Dahlia. Und dann gibt es noch die Rätselverlierer, die behaupten, das Indiz sei immer zu klein. Dabei ist sicher nur ihr Bildschirm zu klein. Unser Indiz ist doch wirklich nicht zu übersehen, oder? Andere Rätselverlierer geben seit 20 Jahren korrekt Frankreich oder Deutschland an, nur leider ohne das Indiz zu nennen. Wieder andere behaupten jeden Sonntag steif und fest, dass wir schon wieder in Berlin waren. Dann haben wir die glücklichen Rätselgewinner, die uns ein Selfie mit ihrer kleinen Belohnung schicken. Die Heinzelmännchen, die uns aus Deutschland frische Brötchen für einen Dreh in unser französisches Studio bringen. Die, die unsere Titelmusik nicht mehr hören können. Die, die unsere Titelmusik so toll finden, dass sie als Handy-Klingelton herunterladen. Und die, die uns ihr Herz ausschütten. Guten Tag, meine Ex-Freundin ist Carambolage-Fan wie ich. Die Sendung ohne sie zu schauen macht mich traurig. Könnten Sie sie bitten, wenigstens ab und zu zum Carambolage-Gucken zu mir zu kommen? Danke im Voraus. Wir hoffen, sie hat es gehört. Liebe Zuschauer, egal welcher Carambolana-Spezies Sie auch angehören, machen Sie bitte weiter so. Ihre Post, Ihre Mails, Ihre Kommentare, Ihr Lob, Ihre Kritik, Ihre Ideen und Fragen treiben uns seit nunmehr 20 Jahren an und inspirieren uns jeden Tag neu. Und dafür sagen wir: Danke!